Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Albina Dvorces. Ich bin freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute, wie versprochen, Schritt 5 von 10 zu Erfolg. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich wohne schon seit 20 Jahren in Deutschland und mit 14 habe ich angefangen meine künstlerische Ausbildung. Kunst ist wirklich mein Leben und vor 3 Jahren habe ich eine fantastische Technik kennengelernt, das ist Neuragraphik. Die Neuragraphik, kann ich euch sagen, hat wirklich mein Leben verändert. Das ist eine grafische Darstellung aus Linien und Formen. Hier seht ihr zum Beispiel so, wo ich so eine Figur gemalt habe. Mein Traum ist, so 5 Kilo abzunehmen und das ist hier sozusagen mit der Hilfe der Linie zu Wunschgewicht. Hier habe ich auch so 3,5 Spirale gezogen. Es gibt verschiedene Themen, mit denen man arbeiten kann. Und wir werden heute mit dem Thema gute Planung und Schritt 5 von 10 ist das gute Planung. In meinem YouTube-Kanal können Sie die ersten 4 Schritte finden. Es geht um eine Aufgabe sozusagen, dass wir ein Thema aussuchen und zu diesem Thema 10 Schritte machen. Wir gehen praktisch durch, wieso bleiben wir stehen, wieso kommen wir nicht weiter, was müssen wir ändern, damit wir noch mehr Erfolg haben und noch mehr etwas sozusagen bewegen, damit das Ganze richtig, richtig ins Bewegung kommt. Ja? Und heute, wie gesagt, Schritt 5 und mein Thema ist Wachstum von meinem YouTube-Kanal und da werde ich jetzt mit der Hilfe von Neuragraphik diese ganzen Schritte Schritt für Schritt erklären. Der Neuragraphik ist das eine Technik, die kommt aus Russland, die ist schon seit 6 Jahren auf dem Markt. Erfinder ist Pavel Piskarev und ich habe wirklich das Glück und die Möglichkeit, wirklich bei ihm ein paar Kurse zu besuchen. Ich bin Spezialistin für Neuragraphik, deswegen ich bitte nur meine kreative Art-Workshop. Ich bin dann so kreative Coach in diesem Fall und helfe den Menschen, sich weiter zu entfalten, kreativer zu sein und mit der Hilfe von Kreisen, Linien und die Bewegungen sozusagen, was im Bild entstehen, so zu seinen Wünschen kommen. Ja? So, jetzt würde ich das schon so meine Kamera umdrehen und wir fangen an mit dem Schritt 5, gute Planung. So, hier habe ich schon alles eingestellt und das ist wichtig, dass wir, so hier schiebe ich auch meine Stifte, wir zeichnen mit den Stiften und ich zeige auch für die Anfänger sozusagen paar, wie die neuragraphische Linie aussieht. Und wie können wir das Ganze praktisch, so ist das am besten, für diejenigen, die noch nicht sehen, die mich sehen und noch nicht wissen, was wir machen. Wir zeichnen heute ein Bild in Technik von Neuragraphik und das wird gute Planung heißen. Wie gesagt, kurz zur Neuragraphik, die besteht aus Linien und Kreisen, Dreiecken oder Vierecken. Und das ist wichtig, wenn er das jetzt mit mir macht. Wir werden jetzt so 40, 50 Minuten zusammen zeichnen. Die neuragraphische Linie geht, wir wissen nicht wohin, geht, wissen wir auch nicht wohin und wiederholt sich überhaupt nicht auf keinem sozusagen Bestand. So die geht, das ist so wie eine Linie und ohne Wiederholungen. Und sie fließt so auf dem Blatt, ja, so, das heißt, man konzentriert sich auf der Ende vom Stift und zieht die Linien in dem Blatt und versucht, an seine Thema zu denken, so werden wir unser Bild energetisch sozusagen einladen, wenn man so sollte, und wenn er dann auf diese Bilder anschaut, da kann man sehen, dass das an manchen Stellen entstehen solche
Kreise. Ja? Und das ist sozusagen energetische Verbindungen. Dann werden wir so dünnere Stift nehmen und diese ganze Ecken abrunden. Ja? Das ist so kurz über die Technik, was Pavel Michailovich Piskarev erfunden hat. Wie gesagt, die ist schon 6 Jahre alt und ich bitte solche Kurse bei mir in Malschule, da wir jetzt eine geschlossene sozusagen, meine Offline-Schule ist zu, bitte ich das online und heute zeichnen wir zusammen Schritt 5 von 10 und dann sieht er, dann entstehen solche Linien und da, wo wir die Ecken abrunden, wenn man das genau guckt, dann sieht das so ein bisschen wie ein Neuron aus. So schaffen wir neue Verbindungen in unserem Gehirn und kommen schneller zu unserem Ziel. Das ist so kurz zu der Technik. Auf meinem YouTube-Kanal Dara Kunstschule finden Sie die Schritte 1. bis 4. Und heute Schritt 5, gute Planung. Ich habe das hier heute sogar Kristall mitgebracht. Das ist ein Bergkristall und das ist sehr gut für die Konzentration, weil am Anfang sozusagen, wenn man mit Thema gute Planung anfängt, muss man sein Gehirn so ein bisschen anstrengen und überlegen, was muss ich machen, damit das und das und das und das passiert. Und je genau wir planen, desto schneller kommen wir zu Erfolgen. Und bei einer Grafik ist das wichtig, immer wir fangen mit dem Thema an. Das heißt, wir nehmen unser Blatt und schreiben heutige Datum. Es ist heute 3. Februar 2021. Was werden Sie gebrauchen? Nur ein Blatt Papier, 2 Marker, eine dickere, eine dünnere und die Buntstifte. Ich denke, das hat jeder zu Hause. Und dieses Video wird natürlich auch zur Verfügung stellen. Dann können Sie dann frei auch danach nachmachen. Und das Thema ist heute gute Planung. Und wie gesagt, das ist der Schritt 5 von 10 und wir arbeiten bei diesen allen 10 Schritten mit einem Thema. Bei mir war das Wachstum von meinem YouTube-Kanal und ihr schreibt jetzt eure Thema. Ja? Heutige Datum ist das wichtig und eure Thema. Wachstum von meinem YouTube-Kanal und ich mache heute nicht so abstrakt, ich mache das genauer. Und aktuell habe ich 395 Abonnenten, ja, und mein Ziel ist, das sozusagen verzehnfachen, ja, ich mache das einfach auf 10, weil man sagt, wenn wir was wünschen, dann müssen wir das uns 10-mal größer wünschen, das heißt 3950 Abonnenten, das ist sozusagen mein Ziel, ich sage so, wir werden jetzt gucken, auf wie lange, ja. Wie gesagt, neuer Grafik, immer Datum, Thema, das ist wichtig. Und heute ist gute Planung. Dann drehen wir unser Blatt rum. Und natürlich, wenn wir etwas erreichen wollen, ja, das erste, ich mache so das Blatt, das ist, so ist besser, ja. So, es geht um uns, es geht um unsere Wünsche, um unsere Business. Und wie ich das euch schon gezeigt habe, wenn ihr Thema habt, zum Beispiel abnehmen, ja, dann könnt ihr das auch das jetzt machen, einen Plan für das Thema abnehmen. Wenn ihr das Thema hat, neues Job finden, dann macht er das Plan, wie kann ich neues Job finden, ja? Wenn ihr ein Thema habt, neue Kunden gewinnen, dann macht er jetzt Plan für die Gewinnung von neuen Kunden, ja? Wichtig ist, dass ihr ganz konkret eure Thema formuliert, so wie ich jetzt gemacht habe, Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und das ist mein YouTube-Kanal, das ist mein Wunsch, deswegen, und bei euch ist eure Wünsche, eure Ziele, eure Planung. Deswegen machen wir die erste Linie und wir sagen uns, wie gesagt, das ist so eine Technik, die uns stärkt, ja, und es geht wirklich um uns, ja, und dann machen wir einfach eine Linie von unten nach oben, ja, diese neurografische Linie und wir sagen uns, ich bin wertvoll, ja. Und wenn wir irgendwelche Ideen haben, wenn sie schon in unserem Kopf geboren sind, dann haben sie Platz zu leben und zum Wachsen. Ja? Und so zeige ich einmal so die Linie, ich bin wertvoll. Ja? Und da kann man auch noch sagen, zum Beispiel, ich kann planen.
Ja, ich kann, Erfolg ist planbar. Das habe ich nicht gesagt, das ist einfach die Tatsache. Erfolg ist planbar. Und was kann man noch machen? Das überlegt ihr und macht noch ein paar Linien. Das, was hat für euch, wie gesagt, Wachstum in, mein Plan, in meinem Beschreibung, was ich geschrieben habe, Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und jetzt, wenn ich über der Wachstum rede, Wachstum immer Bewegung nach oben. Ja? In Narrografik arbeiten wir mit narrografischen Linien und mit Formen. Und wenn ihr jetzt sozusagen abnehmen wollt, ja, wenn eure Thema jetzt abnehmen, dann zeichnet ihr bitte auch ein Dreieck, ja, dass man, wenn man abnehmen wollte, dann sollte man auch sich in Bewegung bringen, etwas tun, ja, das ist der Hauptgeheimnis, tun. Deswegen mache ich dann gleich hier ein Dreieck, das ist sozusagen das erste Weg zum Erfolg, dass ich ins Tun komme und dass ich jetzt meine Schritte Schritt für Schritt hier befestige und sage, damit ich, dann hier zum Beispiel würde ich das als Ziel schon bezeichnen, so hier sehe ich einen Kreis und in diesem Kreis schreibe ich das, was ich jetzt auf meiner hinteren Seite von Blatt geschrieben, dass es jetzt hier zeichne ich Kreis, das ist jetzt aktueller Zustand von 5 Minuten habe ich geguckt, 395 Abonnenten und mein Ziel ist, wenn ich dann weiter so sehe, dass man sagte, die Ziele sollten richtig groß sein, dann mache ich das hier 3950 Abonnenten. Und dann gibt es noch eine Sache, wenn wir ein Ziel haben, dann sollten wir das auch uns eine Frist geben, ja? Und ich kann euch sagen, ich würde mir dafür, damit ich mich nicht so sehr überfordere, ich würde für mich dafür ein Jahr geben, ja? Ein Jahr, 12 Monate, ja? Und dann könnt ihr dann an eure Zahl gucken und sagen, okay, ist das machbar, ist das nicht machbar? Und die Ziele, die langfristigen Ziele sollten groß sein, kurzfristige Ziele klein. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe so, ihr könnt eure Statistik gucken, zum Beispiel, wenn ihr jetzt 100 Kilo wiegt, ja, und er wollte in einem Monat 50 Kilo abnehmen, das ist unrealistisch, dann geht er kaputt, ja. Die Ziele, die kurzfristigen Ziele sollten realistisch sein. Deswegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mein Ziel, wenn wir dann über dieses Abnehmen reden, weil das ist so für alle aktuell jetzt zum Sommersaison auch so ein bisschen, wenn ich jetzt 80 Kilo wiege und ich mache mir Ziel für ein halbes Jahr, 1 Kilo pro Woche, das ist realistisch, das ist machbar, da gehe ich nicht runter mit meinen Zielen. Ja? Das ist das. Denken Sie bitte realistisch, aber die großen Ziele machen Sie 10-mal größer, als Sie wollen. Ja? Wenn das um Geld geht, die verdienen jetzt 36.000 pro Monat, dann überlegen Sie, wie kann ich 36.000 im Jahr, sagen Sie, pro Monat ist auch gut, und dann überlegen Sie, wie komme ich zu 360.000 im Jahr. Ja? Das ist das, ja? Langfristig richtig groß. So, jetzt machen wir weiter, weil das Thema ist gute Planung. Und Planung ist das immer etwas Stabiles. Dreieck ist das Bewegung, dann haben wir unser Ziel gesetzt, unten nach oben. Und jetzt machen wir hier wirklich unsere Dreieck packen wir praktisch in einem Quader. Das machen wir das sogar größer. So. Ja. Das ist jetzt meine Planung. Ja. Wo will ich hin? Und wenn wir etwas planen und etwas irgendwo hin wollen zu dem Erfolg, Erfolg sieht so wie eine Treppe aus. Ja. Es geht so, ich fange an, so das ist so wie ein Weg, ja? Und dann wächst er, dann mache ich und ich sehe den Wachstum. Und dann plötzlich komme ich auf ein Plateau und dann denke ich mir, hier passiert jetzt nichts mehr. Und ganz viele Leute hören hier auf, ja? Aber wir machen hier der Pfeil weiter. Das ist hier wirklich, wenn wir nichts machen, naja, ab und zu ist das nicht bestandene Prüfung oder die Kunden kommen nicht oder, wir haben viele. Und dann hier
sollte man sich weiter aktivieren, weiter planen und dann gehen wir weiter, dann wachsen wir weiter, ja, sozusagen. Und dann kommen wir wieder auf so ein Plateau. Aber wenn wir dieses Prinzip einfach verstehen, wir wachsen, dann ist es gerade, dann wachsen wir dann wieder gerade. Wenn wir das überstehen, diese ruhigen Phasen, dann können wir wirklich, wirklich nach oben gehen zu unserem Ziel. Ja? Das ist das. Das muss man einfach, dieses Prinzip verstehen. Ja? Und jetzt werde ich noch konkreter. Ja? Ich nehme dünnere Stift und ich mache jetzt Folgendes. Ja? Und ihr denkt natürlich an eure Themen. Und ihr könnt mir auch, wenn jemand mitzeichnet, die Fragen stellen, dann antworte ich gerne auf allen Fragen, weil dafür habe ich das heute wirklich live gemacht, damit jeder die Möglichkeit hat, das mit mir zu malen und über eure Ziele, Wünsche und Planung reden. Ja? Was passiert weiter? Ich wollte 350 Abonnenten. Und jetzt mache ich einfach so, weil in Neurografik arbeiten wir mit diesen neurografischen Linien. Und unten, wir machen das jetzt so wie ein Baum, brauche ich ein Fundament. Ja? Alles, was unten ist, da sind so meine Ressourcen. Ja? Was muss ich heute machen, damit mein Ziel in Erfüllung geht? Ja? Welche Schritte muss ich unternehmen? Diese Fragen stellt ihr euch bitte. Wie gesagt, einfach überspiel. Wenn wir abnehmen wollen, dann sollten wir vielleicht mehr Sport machen oder weniger essen oder. Ja? So, und wenn ich sage, jetzt geht es um mein Wachstum, dann einziges, was ich ändern kann, allgemein, das ist nur jetzt und nur heute. Und das ist in Neurografik, wenn er das, ich mache jetzt Baum ein bisschen dicker, damit er das sieht, das hier ist das sozusagen meine Wurzeln, hier ist der Baumstamm und hier gehe ich in die Baumkrone. Der Wurzel, der Baumstamm und Baumkrone. Ja? Und hier, hoffentlich sieht er das, da hatte ich so schon automatisch praktisch einen Kreis gebildet. Ja? Und nur hier und jetzt, ja, das ist das große Geheimnis, kann ich was ändern. Ich kann in Vergangenheit nicht ändern, das sind meine Erfahrungen. Und in Zukunft kann ich auch, ich kann Zukunft planen. Aber damit mein Kanal wächst, muss ich jetzt etwas unternehmen. Und ich sage euch Folgendes. Als ich angefangen habe, das ist schon im März, das ist so meine Ressourcen. Ich habe das am 20. März angefangen mit meinem YouTube-Kanal. Und dann habe ich folgende Erfahrung gesammelt. Da mache ich auch neurografische Linie und ihr könnt über eure Erfahrungen nachdenken. Was habe ich gemacht? Ich habe pro Woche ein Video gepostet. Und was hatte ich für Ergebnis? Dann schreibe ich hier ein Video pro Woche. Und was für Wachstum hatte ich? Interessant. Das mache ich hier so Kreis. Und wenn ich ein Video pro Woche gemacht habe, dann hatte ich nur 7 Abonnenten pro Woche gewonnen. Ja? Das war so meine Statistik. Ein Video pro Woche, 7 Abonnenten. Ja? Und ihr guckt eure Statistik. Ja? Was habt ihr gemacht und wo steht ihr jetzt? Ja? Und was mache ich jetzt? Das ist meine neue Erfahrung, was ich jetzt gesammelt habe. Jetzt mache ich ein Video pro Tag. Und was habe ich für Ergebnis? Na, die Mathe war nie meine Stärke, ich bin Künstlerin, aber hier kann ich super rechnen. Wenn ich ein Video pro Tag habe, dann habe ich 7 Abonnenten pro Tag. Und das ist dieses gesunde Wachstum. So könnt ihr sagen, okay, wenn ich meine Erfahrung gesammelt habe, so hier, guckt ihr, was muss ich heute machen, damit ich zu meinem Ziel komme. Ja? Und jetzt habe ich was Neues auch für mich entdeckt. Das ist ein Video pro Tag, bringt mir 7 Abonnenten sozusagen pro Tag bei meinem YouTube-Kanal.
Und wenn ich zusätzlich, da bin ich in jetzt, ja, wir haben gesagt, und ihr macht eure jetzt so, wie ihr das jetzt so bezeichnet, ja? Für alle, die neu dazu gekommen sind, wir zeichnen heute Schritt 5 von 10 zum Erfolg. Und wir haben gesagt, das Einzige, was wir ändern können, das ist unsere Handlungen hier. Und bei mir ist das Thema Wachstum von meinem YouTube-Kanal und ihr könnt eure Themen aussuchen und mit mir so ein bisschen nachzudenken, wo sind unsere Herausforderungen und was können wir ändern, damit wir einen gesunden Wachstum von unserer Firma haben oder, wie gesagt, ich habe das Thema ein bisschen abnehmen angesprochen, ihr solltet an eure Themen denken. Dann habe ich gesagt, das und das. Ein Video pro Tag, 7 Abonnenten pro Tag. Und wenn ich zusätzlich, ich zeichne hier noch einen Kreis, wenn ich zusätzlich ein Posting bei Instagram mache, jeden Tag, Insta schreibe ich, und plus mache ich eine Story dazu, dann komischerweise, das ist auch, muss man kein Zauber sein, dann wächst auch was? Die Abonnentenzahl bei meinem Instagram und man erweitert seine Erreichbarkeit. Ja? Wozu brauchen wir das? Na, wenn es um Business geht, je mehr Leute wissen, dass es uns gibt, desto schneller wächst unser Business. Ja? Und jetzt schauen Sie mal, ich habe noch hier eine Linie gezogen und hier ergibt sich schon ein großer Kreis. Ja? Und ihr guckt bitte bei euren Bildern, ja? Da, wo ihr diese Kreise seht, wo sich etwas ergeben hat, dann können Sie dieses Kreis selber bezeichnen. Was ist das? Ja? Und wenn ich das hier so angucke, dann kann ich das so, das sind zwei große Kreise. Und das ist das sozusagen, das ist, dann schreibe ich hier einfach gesunde Wachstum. Und ich komme schon in Gespräch. Mein Kanal wird interessanter. Jetzt fange ich an, schon sozusagen, die Leute schreiben mir, was wollen sie sehen, was wollen sie mit mir malen. Und dann sage ich, wenn ich diese Striche mache, dann habe ich gesunde Wachstum. Und was habe ich dann? Glaube ich mir an mich. Ja? Die Glaube, das war der Schritt 4. Wir sollten an das glauben, was wir machen. Ja? Weil die Glaube, das ist unglaubliche Sache. Wenn wir an diese Plateau kommen, ja, was ich am Anfang gesagt habe, dann verlieren wir diese Glaube an uns. Und nur wenn wir weiter und weiter machen, dann werden wir größer. Ja? Und schauen Sie mal, was sind eure Stories, was ihr euch erzählt habt. Ja? Wieso seid ihr jetzt nicht da, wo ihr sein wollte? Habt ihr zu wenig Kunden? Seid ihr zu dick? Macht er zu wenig Bewegung oder. Das ist alles hier, das ist alles Vergangenheit, das ist unsere Erfahrung. Und hier ändern wir das und wir gehen weiter nach oben. Ja? Und jetzt versuchen wir, dass das nächste Schritt, wenn die Komposition schon sitzt, ich sehe zum Beispiel hier ergibt sich auch noch ein Kreis, der da ist, ja, der würde ich auch bezeichnen. Und hier schreibe ich so die wirklich, was braucht man für gute Planung, was investiert man einfach Zeit. Ja? Und wenn wir über die Zeit reden, man sagte 70% von seiner Zeit sollten wir planen für unsere Sachen, die wir immer machen sollten. Und die andere Zeit sollten wir lassen, weil wenn wir uns 100% sozusagen unsere Zeit ausbuchen, ja, wenn wir sagen, wir haben Termin jede halbe Stunde und da kommt was dazwischen, dann sind wir raus aus diesem System, dann sind wir nervös und nur in die Ruhe liegt die Kraft und nur in die Ruhe können wir was ändern. Ja? Hier mache ich auch noch einen Kreis und manche Kreise könnt ihr einfach zuerst nur so anzeigen, dass da die Kreise sind. Und wenn wir jetzt anfangen, das alles abrunden, dann kommen noch andere Insights und dann können wir noch überlegen, was könnte das oder das bedeuten und was muss ich noch dazu machen, damit das oder das noch passiert. Und dann kommt jetzt hier diese gesunde Wachstum und dann habe ich das so, ich bin jetzt im Gespräch. Das heißt, die Leute schreiben schon, einige wollten Winterlandschaften, die andere wollten mehr Blumen, die dritte das und das. Und so kommt man mit Gespräch in Gespräch zu seinen Traumkunden. Ja?
Und das ist das, wenn man so selbstständig ist, wir dienen. Ich liebe meinen Beruf sehr und ich gebe meine Wissens gerne weiter. Aber natürlich ohne euch, ohne Interessenten, ohne Kunden wäre das Ganze sozusagen, naja, nicht so inspirierend, weil wir leben in dieser realen Welt und Geld spielt auch eine große Rolle. So, und jetzt werden wir alle, die mitzeichnen, das alles so, wie gesagt, abrunden. Das, was ich am Anfang gezeigt habe, jetzt wollte mein Stift nicht so schreiben. Ich nehme ein anderes. Ihr könnt mir die Fragen stellen und ich werde das Ganze jetzt abrunden. Und wie gesagt, in eurer Grafik, wenn wir das abrunden, so Linie für Linie gehen wir dann so hoch und runter und machen wir diese ganze, das ist so wie diese Yoga für Gehirn und da kann man noch weiter überlegen, welche Schritte soll ich machen, damit ich das und das und das erreiche. Ja? Was stärkt mich? Ja? Und die Frage, was ist meine Traumkunde? Ja? Oder was ist mein... Man könnte auch in diese Technik über Beziehungen etwas malen, ja, oder über ein neues Job. Wie gesagt, am ersten Tag, beim ersten Schritt hatten wir unser Thema und wir machen 10 Bilder, 10 Schritte zu diesem einzigen Thema und wir gucken, was passiert. Ja. Was macht das mit uns, ja? Was für Erfahrungen sammeln wir? So, ich mache jetzt so ein bisschen, so wie Sketchen, so ein bisschen schneller, damit ihr seht, er sollte alles ineinander fließen und jede Linie, überall wo diese Ecken entstanden sind, sollten wir das verbinden. Jede einzelne Ecke sollte sozusagen, und hier zum Beispiel diese Ecke von unserem Dreieck, das ziehe ich auch nach außen. Und alle Linien ziehe ich sozusagen in, aus meinen, sozusagen, es gehe aus meiner Komfortzone raus, ja? Weil es ist ganz oft, wenn wir etwas planen, hat es auch erstmal gut, sollten wir das gut planen, gut überlegen und dann ins Bewegen kommen, ja? Aber je genau wir planen, desto einfacher ist das, Ziele zu erreichen. Und machen Sie eure Ziele terminiert, ja? Also deswegen habe ich jetzt hier die Zahl geschrieben und dann bis wann will ich das erreichen, ja? Und glauben Sie mir, mit dieser Technik ist es alles möglich, ja? Natürlich, wenn wir nur zeichnen und planen und dann nichts machen, wenn ich jeden Tag kein Video poste, dann würde ich keine 7 Abonnenten pro Tag gewinnen. Und jetzt, das ist natürlich, ab und zu verliert man auch Abonnenten. Ein findet das schön, der andere findet das schön. Das ist aber auch Erfahrung. Ja? Und hier ziehe ich auch noch diese Linie weiter. Und hier wollte ich diese Linie, dieses mein Dreieck noch nach oben ziehen. Ich neurografiere praktisch mein Dreieck, dass ich mich in Bewegung komme und vielleicht entstehen noch neue Ideen und ich auch noch was Neues kreiere. Ja? Und alle Ecken in eurer Grafik, die sollen auch verschwinden. Ja? Das ist zum Beispiel diese Ecke von meinem Quader. Die mache ich auch weg. Ja? Wichtig ist, dass wir alle Ecken abrunden. Dass wir uns Wege schaffen, das alles rund machen. Und wie gesagt, wenn Sie das einfach probieren, glauben Sie mir, Sie werden das mögen. Ich bitte euch nur die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Und das ist die moderne Methode. Das ist schon wissenschaftlich bewiesen, dass die Neuronen, die könnte man sozusagen neu bilden, ja? Das ist jetzt kein Geheimnis, die Wissenschaftler haben das bewiesen und wenn wir was zeichnen, dann kommen Gedanken in den Kopf und wenn wir, dann können wir das hier mit dem Stift alles fixieren und da ist die Arbeit mit dem Körper, mit dem Kopf, mit dem Verstand und natürlich
ich zeige euch nur die Methode und die Arbeit, das macht er selber, wenn er Stift nimmt und das Ganze mit dem Stift sozusagen anfängt zu denken, zu planen, zu überlegen, ja, seine Warum finden. Wieso mache ich das? Was macht mich glücklich? Wo ist meine Herausforderung? Wo bin ich auf diesem Plateau geblieben und stehen geblieben? Wieso komme ich nicht weiter? Ja? Es gibt zurzeit so viele Möglichkeiten, einfach sich zu entfalten, weiterentwickeln und durch das Kreativität, das ist so eine kreative Methode, ja. Ich habe so eine, meine Internetseite heißt zu dieser Technik, du bist wertvoll. Wenn wir an uns glauben und uns schätzen, dann entstehen Wunder, ja. Es kommen noch 5 weitere Themen und ihr werdet merken, mit jedem Bild werdet ihr stärker, ja. Und ich antworte gerne auf alle euren Fragen und ich komme gerne ins Gespräch. Und wieso mache ich das? Ja, da fragen auch ganz viele Leute, weil zurzeit ist das wirklich interessanten Zeiten, ja, wo jeder einen neuen Weg zu sich selber finden sollte. Ja, für manchen hat das fast keins verändert, ja, manche können auch weiter arbeiten, und bei uns Kreativen ist es wirklich so, dass wir uns neu finden sollten, ja, und für mich so Online-Business aufbauen, das ist für mich auch Herausforderung, ja, und YouTube bietet für mich einfach eine Plattform, damit ich als Künstlerin auch bekannter werden, ja, das ist ganz einfach, aber wie ihr gesehen habt, das ist ein Weg, ja, wie ich zu diesem Weg komme, was muss ich machen und so weiter. Und das ist auch, bei euch ist auch nicht anderes, ja. Wenn ihr neue Kunden braucht, dann könnt ihr Blatt Papier nehmen und neue Kunden malen. Wenn ihr ein neues Haus braucht oder wollt, dann könnt ihr das auch neurografieren. Und das passiert nicht sofort, ja, das ist ein Prozess. Und sie werden Schöpfer eures Lebens, sie werden kreativer, ja. Da werden sie neue Wege finden. Ja, und wichtig ist, wenn sie diese Technik, wenn sie mit mir das malen oder selber danach deine Aufzeichnung anschauen, dass sie einfach überlegen, diese Frage, was will ich wirklich und was ist mein Warum? Wieso stehe ich auf? Wieso mache ich das oder das? Und jetzt ist bei mir alles abgerundet, ja. Und ich habe eine Frage an euch. Zeichnet jemand mit? Wenn ja, ist das jetzt so, haben alle abgerundet? Kann ich weitergehen? Haben Sie Fragen? Wenn alle nur gucken, dann würde ich einfach weiter erzählen und Sie können dann die Aufzeichnung gucken und dann mitzeichnen. Sonst kann ich dann kurz warten und ja, wie ich sehe, gibt es keine Kommentare, dann mache ich weiter. Und dann, das, was wir zeichnen, das ist das, was in uns wohnt, in uns lebt, sozusagen. Ja? Okay, sehr schön. Sehr gut, danke für die Antwort. Dann warte ich noch ein bisschen, weil das ist wichtig, wenn wir das Ganze noch nicht abgerundet haben, wenn wir noch sehen, hier sehe ich auch, danke, Svetlana, für dein Feedback. Ich warte kurz. Und alle Ecken sollten abgerundet werden, ja. Und wenn alles abgerundet ist, dann könnt ihr nochmal auf eure Bild gucken und sagen, okay, was will mir Bild noch sagen? Wo habe ich vielleicht eine Möglichkeit gesehen? Oder hier, wie gesagt, im unteren Bereich, das ist unsere Ressourcen, das ist unsere Erfahrung. Hier ist das unsere Jetzt, was wir ändern können. Und das ist unser Wachstum, was auf uns kommt. Und hier sehe ich, dass ich in meiner Vergangenheit sozusagen einen großen Kreis sehe. Ja, und das ist meine, sozusagen mein ganzes Können, was ich im Laufe der Jahre, mein Studium, ja, was kann ich den Menschen anbieten, ja,
Und ihr könnt auch bei euch gucken, was habt ihr schon alles erreicht. Ab und zu sehen wir nicht, was wir erreicht haben. Ja? Und hier ist das meine, allein in Deutschland ist das schon 11 Jahre Erfahrung, meine Dara-Kunstschule. Ja, da habe ich so viele Erfahrungen gesammelt und das kann ich einfach weitergeben. Ja? Wenn ich Schritt für Schritt verschiedene Videos zu einem oder anderen Thema drehe, dann ist das das. Ja? Das Material ist schon da. Was sind eure Stärken? Und hier habe ich noch einen Kreis gesehen, das ist auch in meinen Ressourcen. Und meine Ressourcen sind meine Kunden. Ja? Ich habe schon in diesen 11 Jahren Kunden gewonnen. Und genau diese Kunden sind jetzt auch sozusagen auch da, sie unterstützen mich und sie, dank diesen Kunden ist mein YouTube-Kanal entstanden, ja, weil meine Malschule war im März letztes Jahr erstes Mal zu und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht unterrichten, aber ich bitte euch die Möglichkeit, online weiter sozusagen meine Videos einzuschauen und mit Kindern zu malen oder bei Erwachsenen haben wir so spannende Technik wie Puring entdeckt. Wir haben nach Rezepturen gesucht, nach Möglichkeiten und so weiter. Deswegen ist das meine Ressource. Und schauen Sie mal, was sind eure Ressourcen? Was habt ihr schon alles? Ja? Und seien Sie dankbar dafür. Und jetzt, wenn ich meine Zeichnung anschaue, ist das bei mir hier, wenn ihr so seht, 4 mehr Linien. Das ist so wie die Energie hat sich so richtig hier gesammelt. Und da ist das so ein bisschen noch, ja, ich sage so luftig, ja. Und dann ist das interessant zu gucken, okay, was wollte mir das Bild mit dieser Energiesammlung sagen? Ich mache jetzt hier, ich mache so dieses hier, so die 3 Kreise zusammen und ich gucke, was in diesen Kreisen, das ist so ein Übergang zwischen Vergangenheit und Jetzt, ja. Und hier könnt ihr dann gucken, ja, wo ist diese energetische Sammlung und das ist jetzt das, was wir vielleicht, naja, was soll ich sagen, uns macht diese Zeichnung ab und zu aufmerksam auf die Dinge, die wir nicht real sehen, ja. Und dann schauen Sie mal, was da alles steht und hier ist das diese Erfahrung, wie ich von einem Video pro Woche nur 7 Abonnenten pro Woche zu einem Video pro Tag, zu 7 Abonnenten pro Tag gekommen bin und jetzt ist mein Ziel, mindestens 10 Abonnenten pro Tag haben und das ist das. Das zeigt mir, okay, ich kann jetzt was ändern, ich bin auf dem richtigen Weg, ja. So. Und natürlich, wenn neue Figur entsteht, dann sollten wir die auch reinbringen und auch weiter überlegen, okay, was kann ich noch optimieren, was kann ich noch verbessern. Und jetzt kommt mir in den Sinn, mir sagen so, jetzt schreiben mir ab und zu die Leute zum Beispiel, dass rein technisch gibt es bei manchen Videos, ist das denn, man hört mich nicht ganz gut, ja. Und jetzt kann ich dann so hier sagen, das ist die Optimierung. Und hier zeichne ich mir so, das ist jetzt, in jetzt, ja, in meinem Baumstamm, das ist hier Insta und Story. Ich würde mir hier noch einen Kreis zeichnen. Und das ist für mich, wie kann ich das optimieren, was ich mache, damit die Leute mich besser hören. Und dann schreibe ich hier Mikro, ja. Dann brauche ich eine Mikro, damit die Leute mich besser hören, damit ich auch mehr Wert anbieten kann. Ja? So, und wenn die Zeichnung fertig ist, Svetlana, wie sieht es bei dir aus? Ist das alles abgerundet? Können wir weitergehen? Weil andere sind ruhig. Wenn jemand noch zeichnet, schreiben Sie mir bitte auch, ob ihr... Super. Ja, dann gehen wir weiter. Das war die Komposition und energetische Zustand von unserem Bild und danach kommt die Farbe. Die Farbe ist Emotion und die Farbe könnt ihr frei aussuchen, so wie ihr wollt. Und ihr könnt einfach auf eure Palette von Farben gucken und der Stifte annehmen, was ihr wollt. Ja? Und dann mit dem Stift machen wir praktisch
wir schaffen so eine Welle. Wir bringen uns in so einen Zustand, wo wir sagen unserem Unterbewusstsein, es ist alles möglich. Ich kann wachsen und ich mache das hier so, das ist hier so mein Anfang, das ist jetzt so Vergangenheit, ja, das war vor einer Stunde, vor 40 Minuten, als ich angefangen hatte zu zeichnen, da hatte ich meine 395 Abonnenten, ja, das habe ich schon erreicht, das ist meine Ressource und jetzt gehe ich weiter und gucke, ja, das ist dann von unten, mache ich so wie einen Strom und ich gehe weiter und gucke, wie diese Linie dann so weitergeht und wohin sie mich führt zum Beispiel. Ja, ich kann so eine Linie so ziehen und schauen Sie mal, wenn ich dann weitergehe, da bin ich sozusagen von unten nach oben. Ja, wenn wir so neuer Baum als Element nehmen, dann machen wir alle Linien von unten nach oben und wenn ich weiter hier suche, ihr sucht eure Linien. Ja, bei welchen Linien wollt ihr gehen? Ja. Wo entsteht dieses Fluss? Ja? Was bringt euch in Fluss? Und schauen Sie mal, wie das Ganze sich öffnet. Ja? Von so einem kleinen Strom von unten, das bemale ich jetzt, wir bringen sozusagen kleine Formen in großen. Ja? Wir machen so ein, alles in Fluss. Ja? Und dieses Fluss geht, dieses YouTube-Kanal ist gebaut auf meinem Erfahrung, die ich in 11 Jahren in meiner Malschule gesammelt habe. Ja. Ich habe jetzt hier so meine Strom sozusagen, führe ich nach oben. Und da könnte man so durchatmen, ausatmen und schaute mal, wie es bei euch passiert. Ja. Wie habt ihr euch geöffnet? Ja. Wie gehen diese Linien? Ja? Werden die Wege größer oder werden die kleiner? Ja? Schauen Sie mal, wenn die Wege kleiner werden, dann könnte man eine Linie daneben ziehen und zum Beispiel sagen, nee, ich wollte mich vergrößern, ja? Ich wollte mich nicht verkleinern, ja? Und dann nehme ich noch eine andere Linie, ja? Und so wird der Strom noch größer, ja? Und hier wollte ich auch noch meine Dara-Kunstschule nochmal betonen, weil wir brauchen bestimmte Wissens, ja, wenn jemand auch noch auf sein Business zeichnet und wenn wir in Beruf sind, dann ist das diese Kompetenzverdacht, ist das sehr wichtig, ja. Dafür haben wir unsere Erfahrungen und irgendwann sind wir schon Experten in das, was wir machen und das ist alles nicht von heute auf morgen, das ist alles, sollten wir schätzen, ja, und das ist hier diese ganze Eröffnung, bemale ich mit Rot. Und mir wird das richtig warm und das ist hier so mein Endziel. Das mache ich mit Orange. Und ihr nehmt eure Farben, ja? Ihr nehmt eure Farben, eure Gefühle, eure Planung. Was muss ich machen? Was muss ich heute ändern oder machen, damit mein Ziel in Erfüllung geht, ja? Das ist die Frage, was wir uns heute gestellt haben. Und mit kleinen Schritten können wir wirklich was Großes erreichen. Und wenn wir auf diese Plateau kommen, dann bitte, bitte, bitte weitermachen. Ja? Nicht aufgeben. Ja? So, und hier würde ich einen Strom, das möchte ich hier über meinen Kunden nach oben ziehen. Ja? Die Kunden Danke sagen an allen Kunden, die ich schon habe, an allen Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben. Und ich bedanke euch für eure Feedback. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass ihr mir schreibt. Und das gibt mir auch Energie und Kraft weiterzumachen, weil ab und zu bin ich auch auf diesem Plateau und ich sehe, naja, schon wieder ein Abonnent abgestiegen. Ich bin auch ein Mensch. Ich heule und weine und manche fragen, bist du immer so glücklich und zufrieden und tralala. Nein, ich habe auch meine Phasen. Aber mit dieser Technik kann ich mich schnell sozusagen in Bewegung bringen. Und deswegen habe ich gesagt, boah, das soll ich nicht allen zeigen. Weil einziges, was wir teilen können, das ist das Glück. Wenn wir unser Glück mit anderen teilen, dann wird das nur größer. Ja. Deswegen, und das sind meine Kunden, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung, dass ihr da seid und dass
dank euch kann ich mich weiter entfalten und die neuen Ideen, Themen, Inspirationen finden. Das ist alles dank euch. Ja. So, und so sehen wir, die rechte Seite von Baum ist schon ganz schön, ganz fertig. Und dann gucke ich, was für Farbe nehme ich für diese Seite. Und da wollte ich irgendwie in Blau gehen. Ich liebe blaue Farbe. Und dann mache ich das hier, diese Strömung, was das hier so alles entstanden ist. Und das bemale ich jetzt mit Blau. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Emotionen, meine Planung. Und ihr versucht, eure Farben zu nehmen und diese Wege zu schaffen. Und jeder Farbton ist verantwortlich für, da gibt es so, man kann mit Farben gezielter arbeiten, aber wir arbeiten jetzt nur auf emotionaler Ebene. Deswegen, ihr nehmt einfach zuerst nur das, was euch gefällt. Und natürlich, wenn ihr mir eure Bilder zeigt, dann kann ich euch auch noch ein bisschen die entziffern, weil da ab und zu auch entstehen auch tolle Sachen, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Ja? Und so, das, jetzt sieht ihr mein Baum, der Baum ist gewachsen und ich sage, dass es so jetzt hier dieses Dreieck ist, was ich von Anfang gesagt habe, ich wollte mich in Bewegung bringen, ich wollte in Gespräch sein, das ist mein Hauptthema heute und für meine gute Planung sollte ich auch wissen, was wollten die Leute sozusagen von mir, dass sie sozusagen erkündigen, was interessiert den Menschen. Und dann, wenn ich im Gespräch bin, da kann ich auch noch mehr erreichen und interessantere Themen auszusuchen. Und dann bin ich sozusagen informiert. Ja, wenn wir wissen, was unsere Kunden wollen, dann können wir auch mehr anbieten. Ja? Und ich, für mich ist das einfach, ich liebe Malen und ich liebe Reden. Für mich ist das einfach Spaß, Bo, sage ich euch. Und wenn er dabei auch noch eure Ziele erreicht, dann bin ich wirklich doppelt so glücklich. So, Dreieck, da kommen wir in Bewegung, wenn jemand Dreieck gemalt hat. Und der Quader ist das Stabilität, ja. Und bei guter Planung ist es wirklich wichtig, dass wir Schritt für Schritt immer das Gleiche tun, bis wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Bei gleichem Tun meine ich nicht, dass wir, dass uns gelingt, was nicht, was weiß ich, ein Beispiel fällt mir jetzt. Bei gleichem Tun meine ich, an meinem Beispiel, ich drehe jeden Tag ein Video zu einem oder anderen Thema, die meinen Kunden interessiert. Ja, das gleiche Tun, dass ich jeden Tag ein Video drehe. Aber wenn ich merke, dieses Video kommt nicht so gut an, dann mache ich die Statistiken und dann ändere ich was. Ja? Wenn etwas nicht funktioniert, dann sollen wir die Strategien ändern. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und dafür wird der Schritt 6 sein. Da sind dann sozusagen konkrete Ziele. Ja? Hier haben wir das schon so ein bisschen das eingetauscht sozusagen. Wir haben gesagt, okay, mein konkretes Ziel, Wachstum von meinem YouTube-Kanal, wie so und so. Und das heute haben wir über die Schritte geredet. Und bei konkreten Zielen, dann reden wir dann schon sozusagen noch konkreter und der Weg wird dann ein bisschen enger. Da muss man auch fokussierter sein und alles, was uns auf dem Weg zum Erfolg sozusagen ablenkt, dann auch lassen. Ja? So, also ein Beispiel von Abnehmen, das ist auch ganz wichtig, wenn ich sage, ich wollte abnehmen und dann liege ich auf der Sofa und esse weiter Chips, dann ist das nicht zielführend, dann halt kann ich das Gleiche machen, aber dann werde ich nur dicker und dicker. Aber wenn ich Entscheidung treffe und sage, ich trinke jeden Tag ein Zitronenwasser und ich mache meine 10.000 Schritte pro Tag, dann ist das so leichtes Abnehmen und dann quält man nicht so sehr. So, dann guckt ihr bitte auf eure Bilder. Ja, wenn ich würde das auch weiter zeichnen, das ist jetzt nur so grobes Thema, was wir heute machen. Und bei Neuragraphik ist das ganz wichtig, wenn wir das gezeichnet haben und unsere Emotion ist auch schon da,
dann machen wir sogenannte Kraftlinien. Und die machen wir mit dickeren Stift. Ja, dann nehme ich so M dazu. Am besten, wenn man das sogar so andere Farbe nimmt. Ich nehme Schwarz, damit ihr das so seht. Und wir sagen dann, ich vertraue und lasse los. Ja, aber dieses letzte Schritt machen wir nur dann, wenn wir schon mit unseren Zeichnungen fertig sind. Ja, ich zeige andere Zeichnungen, damit ihr seht, dass es hier habe ich noch mehr Schattierungen gemacht. Ja, hier habe ich die einzelnen Kreise dann noch mit Schattierungen gemacht und so weiter. Ja, deswegen, ich zeige euch jetzt nur kurz zum Beispiel, wie könnt ihr mit Schattierungen, also ich nehme jetzt hier meine Kunden und ich, so wie ihr das eure Bild sozusagen noch verschönern könnt. Ja, weil das ist noch nicht zu Ende. Es ist nur unsere Formate. Ich habe gesagt, die Videos sollten nicht länger als eine Stunde sein. weil das ist nur so kleine Einführung in die Technik, so kleiner Blick hinter der Kulissen. Aber trotzdem wollte ich euch zeigen, zum Beispiel, schauen Sie mal, wenn ich so einen Kreis betonen wollte, ja, dann kann ich das, die Ränder ein bisschen dunkler machen und in die Mitte das so ein bisschen heller lassen und so wird mein Kreis ein bisschen voluminöser. Ja. Und wenn ich sage, dieses Werk wollte ich jetzt hier auch betonen, dann mache ich diese Linie so auch ein bisschen dunkler und nach außen mache ich das ein bisschen heller. Ja. Und so seht ihr, so wird eure Zeichnung interessanter. So kriegen wir so ein bisschen Schatten drin. Ja? So zum Beispiel hier, so dieses ins Jetzt und Heute Leben. Ja? Alles, was wir ändern können, das ist nur heute. Ja? Das ist das Jetzt, das ist wichtig. Ja? Und wenn ihr dann so, das wollte ich dieses Jetzt noch vergrößern, ja. Und so könnt ihr noch weiter und weiter mit sich bleiben und so ein bisschen überlegen. Da kommen noch neue Formen, da kommen neue Ideen. Dann kommt vielleicht, ab und zu ist das so, das Zeichnung gleich lieben und dann denkt man, boah, das kann ich noch machen, damit das und das und das passiert, ja. Und wir sind nicht alleine in diesem Welt. Es gibt noch tausende Menschen, die auch Geschäfte haben und dafür brauchen wir auch so ins Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Und das ist jetzt unsere Baum, das ist unsere Planung. Und dann nehme ich mal Bleistift und ich ziehe so noch dünne Linien dazu. Natürlich muss man die auch verbinden, das ist sozusagen, das ist das Sozium, ja. Ich brauche für meine Erfolge Menschen, ja. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt, ja. Und so kann ich das noch sozusagen noch dazu schreiben, so dieses Sozium zu zeichnen, ja. Weil in Neurografik, der Pavel Michailowitsch Piskarev sagte immer, je mehr Linien, desto schneller erreichen wir, was wir wollen. Ab und zu denkt man, oh, aber so viele Linien und jetzt mache ich noch ein paar dazu. Und dann muss ich alles abrunden. Ja, ist so. Aber wenn Sie das alles gemacht haben und wenn Sie eure ersten Erfolge merken, dann würden Sie es mögen. Ja? Das dauert so ein bisschen, aber es hat alles seine Zeit. Und sehen Sie, das mache ich mit dem Bleistift neue Linien und dann muss ich das alles abrunden und so weiter. So. Und jetzt, wenn ihr sozusagen mit alles fertig seid und glücklich, dann nehmen wir unseren dicken Stift. Tief atmen, ausatmen. Ich trinke ganz oft Wasser. Und wir ziehen Kraftlinien von unten nach oben. Und wir sagen, ich vertraue und lasse los. Ja. Und dann kann ich nochmal sagen, nochmal diese Linie ziehen und nochmal sagen, das ist so wie loslassen. Das Schwierigste ist, wir tun, wir machen, aber wir können nicht loslassen. Und nur in dem Moment, wo wir loslassen, passieren die Wunder. Ja? Da plötzlich ist mein Kanal um 10 Leute gewachsen, weil ich war einfach entspannt. Ja? Und je mehr wir so
gekrempt an Sachen halten, desto weniger erreichen wir. Ja, ist so, Gesetz loslassen lernen. Dafür sind diese Kraftlinien. Der Universum, Gott, ich höre, macht, weiß besser. Und wir sollten diese Vertrauen aufbauen. Und dann weiter. Ich vertraue und lass los. Ja? Und diese Kraftlinien, die liegen so auf unserer Oberfläche sozusagen, auf unserem Bild. Ja? Und wie viel man macht, das ist eure Entscheidung. Wichtig ist, dass sie parallel zueinander laufen. Ja? Das gehört sozusagen zu diesem Algorithmus, zu dieser Erfindung. Und da sind sozusagen loslassen und nochmal, ich vertraue und lasse los. Ich vertraue und lasse los. Ja? Und danach natürlich wieder unsere dünne Stift nehmen und das Ganze ineinander. Ups, das war dicker Stift, ich brauche so dünnere. Und das Ganze ineinander fließen lassen. Ja? Alle diese Ecken, die entstanden sind. Und dann, wenn ihr das abrundet, dann überlegt ihr, was kann ich besser machen, was inspiriert mich, wieso stehe ich jeden Morgen auf, wieso muss ich das und das planen. Ja, ab und zu sagt man, ach, ich muss gar nichts. Manche mögen das Wort müssen nicht. Und ich hatte jetzt 5 Tage Seminar, Live-Seminar bei Tony Robbins. Er sagte anderes, er sagte, je mehr muss wir schaffen, desto schneller können wir Erfolg in unserem Leben haben, weil ja, wir machen nur das, was wir müssen, und das, was wir nicht müssen, bleibt halt liegen. Ja? Aber jeder entscheidet für sich. Meine Tochter zum Beispiel liebt das Wort müssen nicht, dass jeder entscheidet für sich. Vielleicht habt ihr ein anderes Wort dazu. Können, wollen, sollen, keine Ahnung. Ja? Und auf jeden Fall alles umranden und dann drehen wir unser Blatt um, lesen wir unser Thema, was haben wir geschrieben, ja? Und das war so gute Planung, Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Dann gucke ich, wenn das alles abgerundet ist, auf meine Zeitung, auf meine Zeichnung und schaue da, wo etwas auf mich guckt, ja? Und das heißt fixieren, ja. Ich sollte dann fixieren, das, was ich jetzt brauche. Brauche ich jetzt dieses Dreieck, dass ich in Bewegung komme? Brauche ich diese stabile, gute Planung? Oder brauche ich irgendwelche Energien, damit ich noch in diesen Zeiten noch mehr kreieren kann, noch mehr Ideen kann und so weiter? Und wenn ich so rede, dann würde ich sagen, ich sehe, das habe ich das hier schon so ein großes Kreis gemacht, weil da waren hier ganz viele Linien und meine Fixierung ist heute wirklich, naja, wir sind die Schöpfer unseres Lebens und heute können wir wirklich unsere Story ändern und erfolgreicher sein. Ich würde einfach hier Vergangenheit, heute und Zukunft verbinden, in die Mitte ein großes Kreis zeichnen, ja, und das ist praktisch alles mein Können. Ich gebe mein Bestes, damit mein YouTube-Kanal wächst und versuche, interessant für Menschen zu sein und die Themen zu finden, die wirklich nicht nur mich interessieren, sondern auch die Menschen und den Menschen helfen, erfolgreich, glücklich und zufrieden zu sein. Das ist sozusagen meine Fixierung für heute, ja, und das ist das, was ich sehr liebe in dieser Technik. Ihr werdet eure Fixierung, eure Gedanken finden und wenn ihr die findet, dann einfach weiter. Wenn ihr seht, der Kreis könnte ab und zu schief sein, ja, und ihr könnt dieses Kreis dann auch verbessern. Wir machen das mit Stiften und ihr solltet keine Angst haben, wenn der Kreis nicht so rund ist. Schaut sie mal, bei mir war das auch nicht so ganz rund. Aber jetzt kann ich das nochmal runder machen. So, und wenn das schon fertig ist, der Kreis steht da, dann natürlich alles ineinander fließen lassen, abrunden, abrunden, zu seinem Thema kommen und sagen, okay, das ist jetzt das, was mir das Bild gesagt hat,
Und mit kleinen Schritten, wenn ich Tag für Tag das mache, was ich mache, kann ich auch was Größeres erreichen. So, und alles abrunden. Ich werde dieses Bild natürlich weitermalen und in Facebook und Instagram ausstellen. Das Video wird auch, der Schritt 5 kommt auch auf meinen YouTube-Kanal. Und wie gesagt, der Schritt 6 wäre konkrete Ziele. Und ich drehe mich jetzt kurz um. So. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Dann beantworte ich gerne alle Fragen. So. Ja, wie ihr seht, ich bin dann so ein bisschen, habe ich Energie gesammelt, bin ich roter geworden. Wenn ich zeichne, habe ich immer meine Wasser. Prost. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Dafür ist der Live da. Sonst wünsche ich euch einen fantastischen Abend. Jetzt könnt ihr zum Beispiel, das Video bleibt bei Facebook, ihr könnt dann in eurem eigenen Tempo das zeichnen. Wenn ihr die ersten Schritte noch nicht gemacht habt, dann auf meinen YouTube-Kanal Dara Kunstschule. Und es ist wichtig bei Neurografik, wenn ihr jetzt auch euch inspirieren führt und sagt, boah gut, jetzt habe ich gute Planung gemacht, jetzt mache ich schnell die Ehrlichkeit und Glaube und noch was, bitte, 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 bitte nicht. Pro Tag nur ein Thema, weil meine beste Freundin hat mir mal gesagt nach Neurografik, sie hatte so wie Gehirnoperation, aber ohne Narkose, weil wenn wir malen, dann verbinden wir uns wirklich mit unserem Gehirn, mit diesem Stift und wir fangen an zu arbeiten, unser Körper fängt an zu arbeiten, deswegen bitte nur ein Thema pro Tag. Mehr nicht. Und alle diese Schritte zu einem Thema, wenn er abnehmen nimmt, dann zack, 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 abnehmen. Wieso will ich abnehmen und so weiter. Der Plan habt ihr da und dann einfach machen. Und wenn ihr mehr über diese Technik erfahren wollt, ich starte, habe ich das jetzt geschrieben, am 21. März, das ist Sonntag, mit einem 12-Monaten-Programm. Das würde heißen Renaissance der Seele oder Änderung meiner DNA, weil ich bin fest überzeugt, mit dieser Technik kann man DNA ändern und ich lebe das und ich zeige euch, dass es wirklich alles, was ich gezeichnet habe. Wir werden verschiedene Themen ausprobieren, wir werden mit verschiedenen Stiften malen, die Formaten werden größer und das ist alles, was funktioniert, was ich liebe und hier hinten stehen immer so meine neuen Geschichten, was will ich den Menschen anbieten und wie will ich die Welt verändern und euch mit dieser Technik auch einen Schritt zu euch bringen. Ja, das ist kreativer Weg zu sich selber, nichts anderes. Ja, und durch die Kreativität können wir wirklich lebendiger und glücklicher sein. Insoweit, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, seien Sie kreativ, genießen Sie das Leben und ab und zu gehen Sie einfach in sich, weil die ganze Wahrheit, die liegt wirklich in uns. So, wenn ihr mich sehe, es gibt keine weiteren Fragen, dann sage ich einfach Tschüss und vielen Dank und wir sehen uns, wenn ihr wollt, in 2 Wochen am Mittwoch mit dem Thema konkrete Ziele und Neurografik mit Dara. Auf Wiedersehen.